Erinnert ihr euch noch an die Sets von 2011 aus der Technikserie? Wenn nicht, dann seid ihr hier genau richtig, denn heute möchten wir euch dieses kleine Schmuckstück eben von 2011 zeigen. Wir impliziert natürlich meinen Spezialgast Martin. Danke, dass ich da sein kann. Freut mich sehr, dass du hier bist. Und natürlich auch mich, sonst wäre hier der Kanal wahrscheinlich ein anderer. Und damit auch hallo und ein herzliches Servus. Ich bin der Luca von Brick-a-Break. Man kennt mich auch als Harald. Genau. Und wir haben hier ein Modell, vielleicht sagt euch das noch gar nichts. Das A-Modell dürfte bekannter sein. Und zwar ist das vom 8071 diese Hubarbeitsbühne, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Das Set wurde mir übrigens von MK Bricks als Review-Exemplar zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Alles, was wir hier zum Modell sagen, ist natürlich unsere eigene Meinung, ganz klar. Ihr findet allerdings einen Link zum Shop auch unten drunter. Vorbeischauen lohnt sich bei den Jungs immer. Jetzt geht es hier ums Modell. Was haben wir denn Schönes? Du hast das ja gebaut. Genau, also wir waren ja letztens im Stream und da ich selber kein Modell jetzt im Urlaub mit hatte, beziehungsweise die, was ich mir hier zugelegt habe, nicht aufbauen wollte, einfach wegen Transport zurück nach Wien, hat er mir dieses Modell zur Verfügung gestellt und gemeint, mach ich das B-Modell draus. Wir haben vorher nicht gewusst, wir haben schon anhand des Bildes gewusst, was es wird, aber wir haben jetzt nicht gewusst, was kann es. Und wie es fertig war, kann man eigentlich nur eines sagen, Begeisterung pur. Wir waren geflasht, also ich bin es jetzt noch, wenn ich mir das Teil anschaue. Genau, also grundsätzlich ist es so, der 8071er A-Modell hat 593 Teile, hier sind um genau 100 Teile weniger, also ist jetzt gar das nicht sind mal die Teile, so, die übrig bleiben. Genau, ist gar nicht so schlimm, da kennt man andere Modelle, wo weit mehr übrig bleibt. Es bleiben ein paar Zahnräder übrig, okay, der große Drehkranz, ein paar Liftarme, ein paar Pins, dann noch hier eine 2x6 Blade in Dark Blue Grey. Aber jetzt, oh, standardmäßig eigentlich. Richtig. Ansonsten. Zusätzlich sind hier dann zum Schluss noch zwei kleine Paletten gebaut. Natürlich, optisch wird es besser in Tarn ausschauen, aber natürlich muss man mit den Steinen arbeiten, die im A-Modell dabei sind. Also in dem Fall sind sie halt rot-grau. Aber ist auch super, okay. Finde, dass gleich zwei Stück dabei sind. Also allein das wäre heute irgendwie beim heutigen Maßstab bei Lego irgendwie nicht mehr erwartbar einfach. Man würde das nicht erwarten. Und hier ist es dabei und ich finde es super. Richtig. Vor allem das Schöne ist auch, obwohl es damals schon Internet im großen Rahmen gab, ist auch hier die Anleitung fürs B-Modell in Papierform mit dabei. Zur Anleitung braucht man nicht allzu viel sagen. Es ist, wie man es gewohnt ist, von Lego. Man sieht, welche Teile braucht man. Man hat die Pfeile, wo es eingebaut werden. Hat man die rote Umrandung? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein, hat man nicht. Hat Lego rote Umrandung oder ist das bei Kader? Aktuell haben sie auch rote Umrandungen, ja. Zwar sehr dünn, aber sie haben es. Also, sie werfen keine großen Fragen auf. Beim B-Modell gibt es natürlich hinten keine Inventarliste, weil das natürlich bei der Anleitung... Dafür haben wir hinten was ganz was Schönes, was ich gerade noch gesehen habe. Natürlich immer Werbung zu den alten Sets noch, also in den Anleitungen. Das ist ja cool. Das ist so ein bisschen Zeitreise. Man sieht, was damals noch am Markt war. 8110, der Unimog. Irgendwo war, glaube ich, noch das 8070 Supercar drauf. Also hier kommt man ins Stöbern. Ins Stöbern und auch ins Staunen, wenn man sich überlegt, wie teilweise die Modelle heute ausschauen oder was sie halt können oder nicht können. Und damit kommen wir gleich zum Thema Funktionen. Was kann der jetzt? Weil grundsätzlich Technik ist ja bekannt dafür, Funktionen zu haben. Mhm. Heutzutage ist es halt teilweise bei Lego so, dass ich kann die Türen öffnen, schon eine Funktion ist. Da kann man halt drüber streiten, soll jedem seine eigene Meinung sein. Das Witzige ist, der hat so viele Funktionen, das Einzige, was er jetzt quasi nicht kann, ist die Tür öffnen. Das ist super, das passt. Ich würde mal sagen, dass eines der wichtigsten Sachen für viele Fahrzeuge ist die Lenkung. Genau. Wir haben hier zwar ein Lenkrad, das ist allerdings fix. Das dreht sich nicht, bewegt sich, ist auch nicht mit der Achse verbunden. Wir haben hier oben eine Hand-of-God-Steuerung und das Coole, ich zeige es einmal so, der lenkt wirklich alle vier Räder mit. Man muss bei dem Ganzen immer bedenken, das ist ein B-Modell und ich stelle jetzt schon mal die These auf, das Ding ist cooler als das A-Modell. Ich habe euch das A-Modell gezeigt, ich fand den schon cool, aber das hier toppt alles. Also eines der besten B-Modelle, die ich je gesehen habe.
hammermäßiges. Das Coole ist nämlich, durch diese Vierradlenkung hat er ein immens, also für sowas einen immens kleinen Wendekreis. Und das ist einfach nur lässig. Das fährt sich traumhaft, ja. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier auf der Seite mehrere Zahnräder unter einer Klappe. Die können wir aufmachen. Auch das wäre heute wahrscheinlich schon eine eigene Funktion. Wir haben hier vorne ein Zahnrad und wir haben hier hinten noch ein Zahnrad. Das heißt, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 zahnradgetriebene Funktionen und dann noch eine Klappfunktion für ein B-Modell. Gell? Also wir kommen noch zum Preis, dann schlackern endgültig die Ohren. Womit beginnen wir? Wir haben hier jetzt mal, oder wir testen es gleich mal mit der Palette. Wir haben jetzt hier eine Palette, wir möchten diese Palette aufladen. Dann sollten wir hier mal den Arm senken. Das können wir über dieses schwarze Zahnrad hier tun. Wenn ich das hebe, kann man es dann quasi anheben. So kann ich jetzt mal hier ganz entspannt runterfahren. Genau, so ist die Palette dann drauf. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich noch hochheben. Jetzt funktioniert das natürlich so noch nicht ganz. Jetzt muss ich natürlich vorne auch noch die Gabel so drehen. Und zwar im besten Fall noch in die richtige Richtung. Genau. Jetzt ist die Palette vorne drauf. Jetzt kann ich hier damit schon durch die Gegend fahren. Aber so ein Telelader ist ja nur dann ein Telelader, wenn ich auch ordentlich das in die Höhe bringen kann. Richtig, weil teilweise muss ja, wie man es von Möbelhäusern zum Beispiel kennt, diese Paletten irgendwo ganz oben in Regale verstauben. Auch beim Smith Toys ist es ja so, die Lego-Sets müssen ja auch irgendwo ganz hinauf. Das muss natürlich auch mit so einem Arbeitsgerät dann erledigt werden. Es ist so simpel gelöst und es funktioniert trotzdem so gut. Wir haben keinen Aktuator, wir haben hier keine Zahnstangen mit Zahnradübersetzung oder so. Es geht direkt drauf, die Kraft, und es funktioniert einwandfrei. Und was jetzt da alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt als nächstes. Und zwar können wir jetzt hier den kompletten Arm hochstellen. Und das Coole ist, man hat hier so eine Art Winkelgelenk drinnen. Das heißt, der Liftarm klappt genau in die andere Richtung ein und fixiert damit. Genau, das geht jetzt nicht mehr runter, also da kann ich draufdrücken, so viel ich möchte. Er biegt sich leicht durch, klar, soll ja auch bei solchen Geräten sein, dass er sich leicht durchbiegt, eben bei größerem Gewicht, aber er knallt jetzt nicht runter, nur weil da jetzt vielleicht 5 Steine drauf liegen. Genau, als nächstes würde ich sagen, wir sind von der Höhe immer noch nicht fertig, da geht noch was, da geht noch was. Erinnert ihr euch, hier auf der anderen Seite, ich drehe das nicht, ich fahre das, das ist viel cooler als das zu drehen. Hier auf der anderen Seite haben wir auch noch ein Zahnrad und wenn wir da jetzt dran drehen, können wir das Ganze nochmal hochheben. Ebenfalls mit so einem Winkel, also die Technikbeams im Winkel angeordnet. Genau. Hier hinten. Ihr seht das mal so, funktioniert das. Das ist der Mechanismus dahinter, das wird raufgeschoben. Damit kann man natürlich den kompletten Arm ausfahren. Und auch hier kann ich jetzt vorne drücken, was ich will. Das rutscht nicht zurück. Einfach eine super Sache. Und damit wären wir dann schon langsam Ende mit den Funktionen. Und es funktioniert wirklich alles problemlos. Ja. Da ist nichts dabei. Man sagt, das hakt extrem. Früher im Stream haben wir es ausprobiert, bei der Lenken hat es ein, zwei Mal geknackst. Aber heute tut sich hier gar nichts mehr. Ja. Also läuft butterweich, butterzart. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Wenn man jetzt wirklich nach Kritikpunkten sucht, wäre das Einzige, was man eben sagen könnte, dass ich jetzt hier nicht in der Stellung bleiben kann, sondern dass ich entweder komplett eingefahren sein muss, also dass der Arm komplett eingefahren ist, oder dass er komplett rausgefahren ist. Kann jetzt auch nicht hier in der Mittelposition belassen, ich muss ihn entweder hier reingeben oder hier in die Position. Das ist wirklich das Allereinzige und das ist einfach dem geschuldet, dass die Teile beim Armmodell nicht anders dabei so sind. So ist es, aber gerade für sowas, es ist in dem Fall wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau, weil, wie gesagt, in diesem kleinen, knapp 500-Teile-Set B-Modell sind mehr Funktionen drinnen als heutzutage in manchen 3000-Teile-Sets. Oh ja, also ich bin absolut begeistert dafür. Und das Set ist nicht mal wirklich teuer. Ich habe das Gefühl, die Hubarbeitsbühne, das A-Modell war nie so beliebt. Die hätten eigentlich das gleich als A-Modell bringen können. Dadurch ist die Hubarbeitsbühne aber nie wirklich teuer geworden. Also wir haben uns im Stream gestern schon unterhalten. Also 20 Euro aufwärts, 30 Euro, dafür bekommt man das Set schon gebraucht. Ja. Ist doch eine super Sache. Also das kriege ich heute bei Technik für 20 Euro. Die Monster Jam Pullbacks. Ihr könnt für 20 Euro das hier haben oder Monster Jam Pullbacks. Oder zwei so kleine. Also ja. Und da bist bei weitem nicht bei 500 Teilen. Ja. Und es sind wirklich brauchbare Teile auch. Es ist
nichts extrem Buntes. Klar, wir haben die blauen Pins, aber wir haben viele graue Achsen. Und alles andere, was farblich vielleicht ein bisschen auffällt, wie das rote, es gehört zum Modell. Also es ist nicht so, dass hier irgendwo Leim verbaut ist, das jetzt Azur oder Pink oder was weiß ich. Klar, Zahnräder sind Tannfarben, ja, aber das ist eh immer so. Also und du hast halt unten bei der Lenkung diese zwei gelben, die da unten. Genau, aber das ist wirklich alles. Genau. Und es funktioniert so. Und ich wüsste ja auch nicht, dass, also ich hätte die bis jetzt auch noch nicht in einer anderen Farbe gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Glaube, ich habe sie gestern beim Battle of Endor im AT-ST für die Füße, ja, da waren sie in Schwarz tatsächlich dabei. Also ich, ist aber glaube ich das einzige Mal, dass ich die wirklich in Schwarz gefunden habe. Also das ist jetzt, ja, wenn man genau schaut, sie fallen auf, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, oh mein Gott. Deshalb kaufe ich mir das Set nicht, das ist kein Ausschließungsgrund, dass ich jetzt hier das Set nicht haben möchte. Das Einzige, was wirklich nicht geht, ist, dass man die Tür aufmachen kann, aber ansonsten... Da müsste man wirklich, der eine Pin, wo die eingehakt ist, müsste man kurz herausnehmen, dann kann man es nach hinten rausklappen. Also theoretisch könnte man sie auch öffnen, aber ja. Also wirklich ein richtig cooles Modell. Du hast das A-Modell vorher gesehen und jetzt hast du das B-Modell gebaut. Was ist dein Favorit? Muss ich lange überlegen. Nein, ganz, ganz klar, logischerweise der... wenn Sie euch übrigens jetzt wundert, dass teilweise die Aufkleber ein bisschen komisch angebracht sind, das ist natürlich daran geschuldet, dass die Anleitungen natürlich die Aufkleber fürs A-Modell anbringen und wenn man es natürlich aufs B-Modell umbaut. Ja, das ist nicht mehr dabei. Also es wird in der Anleitung, werden dann die Teile quasi ohne Aufkleber gezeigt, ist eigentlich aber auch dann irrelevant, weil es macht auch so einen guten Eindruck. Absolut. Also die Aufkleber passen auch hier rauf. Und das ist einfach, also ein super Teil. Ich bin begeistert. Mein erster Telelader und der haut mich voll vom Hocker. Also das kann wirklich auch eine gute, günstige Alternative zum großen Kader-Telehändler sein, bei dem, wenn dem jemand. Wenn der Kader-Telelader jemanden zu groß, zu teuer ist, ich kann noch Deutsch. Ich habe es seit gestern im Livestream fast verlernt, aber ich kann es noch. Hier hat man eine super Alternative. Absolut. Absolut. Also Schlusswort, ich würde sagen, absolut empfehlenswert. Definitiv. Und wie gesagt, auch gebraucht ist jetzt nicht so, weil man hat ja viele alte Sets, wo man sich denkt, die hätte ich gerne und schau mal auf den Gebrauchtmarkt und denkt, oh mein Gott. Siehe Ghostbusters, Headquarters, siehe 42009, die großen Sachen auch von Technik, Arox, Volvo, Unimog auch, den ich euch ja gerade früher mal in die Kamera gehalten habe. Das hier ist wirklich günstig und das ist super. Also Und auch wenn man jetzt sagt, okay, das Modell selber interessiert mich, aber es sind trotzdem schöne, brauchbare Teile zum Ausschlachten auch drinnen. Also wie gesagt, man kommt insgesamt auf knapp 600 Teile fürs Komplettset. Ich muss auch dazu sagen, also so eine Lobeshymne auf ein Set, speziell auf ein B-Modell, das habe ich lang nicht mehr gehabt. Ja. Also das ist echt der Wahnsinn, dass mich ein Set so überzeugt hat, so dermaßen überrascht hat auch. Vor allem, man muss auch eines sagen, die meisten kaufen sich ja Sets wegen A-Modell. A-Modell, bauen das A-Modell auf, schauen vielleicht kurz hinten auf der, aha, okay, das ist das, das gibt's aber auch okay, jetzt habe ich schon aufgebaut, passt 2 in 1, passt schon. Baut das B-Modell. Liebe Leute, baut das B-Modell, das Teil rockt und zwar sowas von. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen stapeln hier. Wir haben ja 2 Paletten mit dabei, also nur damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ist doch ein Traum. Ja, ach Gott, ich habe Angst. Warte, ich stelle ihn da dazwischen. Dann soll. Warte, nehmen wir die runter. Stellen wir dich da dazwischen. Und es geht mit dem Gewicht sogar. Also, er kippt nicht runter, gar nichts. Das Teil hält sogar Harald aus. Leute, ihr seht das aus. Ist das nicht super? Ich bin komplett begeistert. Du hattest den Spaß deines Lebens, denke ich, gestern Abend beim Aufbau. Also, das ist eine Hammer-Sache. Ich glaube, ich wiederhole mich, wenn ich sage, das Teil ist absolut sein Geld wert. Ich kann nur sagen, sagte ich schon, dass es empfehlenswert ist? Sagte ich schon, dass das das beste B-Modell ist, das ich seit langem gebaut habe? Haben wir schon erwähnt, dass das Teil Harald aushält? Können wir das Video nochmal von vorne starten? Wir haben so viel Spaß, über das Teil zu reden. Das machen wir noch dreimal. Die nächsten 3 Wochen kommt das Video jedes Mal mit demselben Inhalt, nur immer ein bisschen anders. Wir nehmen das noch ein paar Mal auf. Es macht uns einfach so viel Spaß. Mit dieser Schocknachricht entlassen wir euch mal für heute in die Freiheit. Es war mir ein Vergnügen, dass du dabei warst, dass wir uns das Modell anschauen konnten. Ach ja, Gott, eines hätten wir fast vergessen jetzt. Die Messlatte sagt uns ganz zum Schluss, dass wir bei 16 cm in der Breite,
in der Art und Weise bei 25 cm in der Höhe. Nur das Gefährt bei 22 Länge und inklusive Palette liegen wir bei 32 cm. Also es ist auch nicht mehr klein. Absolut. Muss man auch nochmal dazu sagen. Hier zum Vergleich, wir hatten früher den Glas. Das ist der Glas. Also 10 Euro, 20 Euro. Ja, der ist auch super. Aber ich habe, glaube ich, meinen Favoriten. Ich mag den Glas auch, aber hier das... Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Den stelle ich jetzt hier, bevor er mir wieder runterfliegt. Natürlich ist mir der noch nicht runtergeflogen. Nein. Martin wurde auch definitiv nicht Zeuge. Das war's für heute, liebe Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier das Modell zu zeigen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, zuzuschauen. Martin, deine letzten Worte. Geil. Einfach geil. Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Schaut unbedingt bei Martin vorbei. Sein Kanal ist freilich unten verlinkt. Unterstützt ihn gerne. Und danke auch nochmal an MK Bricks, dass sie uns dieses super Set hier zur Verfügung gestellt haben fürs Review. Auch den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Für heute war's das. Mal schauen, womit wir euch das nächste Mal beglücken. Für heute sage ich danke, dass du dabei warst. Und wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.